Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist jetzt ein bisschen spontaner Start, weil wir meine Gäste unmittelbar gerade vor einer Sitzung ins Büro oder einfach heimgestürmt oder an einen Laptop gestürmt und sind einfach gerade hergesessen. Wir haben nicht gross jetzt noch besprechen, wir haben gemailt, aber ich freue mich, sie beide angekündigten Gäste sie sind da. Der Lukas Reimann von Wil St. Gallen, Nationalrat, Jurist, Präsident von der AUMS. Und der Nicola Sitta, er ist in London, er ist Professor für Technische Biochemie am University College of London und er ist auch im Vorstand von AUMS. Hallo zusammen, schön, seid ihr da. Hallo zusammen. Ja, der Nicola hat gesagt, mein Haar und so, und ich sollte wieder zum Coiffeur gehen und so. Ja, du hast einen strengen Arbeitstag und jetzt stürmst du noch. Jetzt bist du noch knapp eine Stunde jetzt bei uns, eine Viertelstunde. Merci vielmals, Nicola. Wenn, dann gehst du halt morgen zum Coiffeur, gell? Ja, genau. Coiffeur kann man noch nachholen. Aber ich sehe es jetzt, wenn er nötig wird, langsam. Und du, Lukas, bist daheim in Wil, nehme ich an. Ich bin noch daheim in Wil, bin aber auch schon auf dem Sprung via Brugg, wo heute Abend noch ein Treffen von EU-kritischen Kräften stattfindet, Richtung Bern. Wo dann morgen ein Treffen mit dem Bundesrat Cassis stattfindet, wo ich Downs vertreten darf. Okay. EU-kritische Kräfte, also lockere Gruppen, wo... Also das ist der Otto Sauner, das ist ein Unternehmer aus dem Aargau, so fast der Einzige, der damals beim EWR fürs Nein mitgeholfen hat. Und der organisiert immer noch Anlässe. Ich bin dann so ein bisschen Überraschungsgast. Die offiziellen Redner sind die beiden Aargauer Ständeräte. Ich glaube, zum einen von den beiden kommen wir ja heute noch. Also der Thierry Burkhardt und der ja. Hans-Jörg Knecht sind die offiziellen Referenten. Aber ich bin auf die 9 angekündigt, also ich schaue dann noch auf den Sprung vorbei. Okay. Ja. Lukas, kannst du den Ton, weißt du, den Mikrofonton noch ein bisschen rauf tun? Können wir mich fast nicht, oder? Muss ich einfach Leute reden? Oder? Hast du oben links das grüne Schild? Und wenn du dann draufklickst, klappt etwas auf, wo rechts ein Zahnrelais hat, ganz rechts oben. Ja, habe ich. Und dann musst du bei Audio, musst dort der Mikrotest. Okay. Oder was? Ja, es hat dort bei Audio Eingangslautstärke. Und das kannst du ein bisschen aufschrübeln. Siehst du das? Lautstärke Mikrofon. Ja. Auf Maximum. Ja, irgendwie. Kann es nicht ändern. Also gehst du einfach nachher an die Maschine, nachher das Mikrofon, klare Stimme, Lukas. Ja, und red noch ein bisschen lauter, alles klar. Ja, ja, wir haben ein paar Themen zwischen Rom und Glasgow und auch bei uns in der Schweiz da haben wir eine interessante Idee gehört. Vor ein paar Tagen halt schon, die Operation Libero. Sagt, ja, wenn jetzt der Rahmenvertrag einfach so in die Tonne getreten wurde, müssen wir den wieder vorholen. Und es ist ja eigentlich ein Elend, dass das Volk gar nichts dazu sagen konnte. Und das Volk will ja den sicher haben. Und überhaupt, wenn man genau fragt, will ja das Volk sicher in die EU gehen. Und jetzt tun wir das per Initiative, tun wir das wieder vorkürzen. Er sagt die Operation Libero. Was hast du zuerst gedacht, Lukas, was das hast gehört? Als erstes. Also ich denke, es ist bla bla bla. Ich würde mich freuen, wenn es kein bla bla ist, sondern wenn sie es machen. Weil ich würde mich auf die Volksabstimmung sehr freuen. Ich glaube, das Volk würde da deutlich uns folgen und im Rahmenabkommen wie auch im direkten EU-Beitritt niemals zustimmen. Das zeigen ja auch alle Umfragen von verschiedensten Seiten. Aber also ich würde es nicht lächerlich machen oder so. Man darf nie einen politischen Gegner unterschätzen. Man müsste dann natürlich auch sofort Massnahmen treffen, um in die andere Richtung informieren. Nur glaube ich, es ist jetzt einfach ein bisschen Druck ausüben auf den Bundesrat, Druck ausüben auf die politische Ebene. Und ich glaube nicht, dass sie den Mut haben, um ein Unterfangen, das für sie
sehr schwierig würde, wirklich zu lancieren. Hat die Operation lieber auch Gewicht? Also Gewicht, ich würde sagen, in der Bevölkerung haben sie kein Gewicht, sie haben aber finanzielles Gewicht. Sie haben immer wieder Unterstützer aus dem In- und vor allem aus dem Ausland, die ihnen grosse Geldsummen geben. Und sie haben vor allem in den Medien viel mehr Zuspruch. Also da wird ja über eine Mitgliederversammlung, wo fast 1000 Leute kommen, wird kein Satz berichtet in der ganzen Systempresse. Und die Operation Libero macht eine Mitgliederversammlung. Wir haben ja mal als Vorstandsmitglied gehabt, was sich dort eingeschlichen hat von der Ounce. Und da sind, glaube ich, 22 Leute gewesen. Aber es war in allen Zeitungen von der Schweiz ein riesiger Bericht gewesen. Operation Libero, Jahresversammlung. Und von dem her gibt man ihnen ein Gewicht, das sie nicht verdient haben. Nicola, Sie schreiben, die Operation Libero schreibt, Europafrage in der Schweiz, das grösste strukturelle Problem der Schweiz. Und es drohe, es sei Gefahr, dass wir in eine Provinzialisierung abrutschen. Ist das eine Gefahr, Nicola? Ja, es tönt für mich nach dem genau gleichen Argument, das wir schon beim EWR hatten und das nicht zugetroffen haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Initiative, die sie lancieren wollen, würde der Bundesrat in eine gewisse Verhandlungsstruktur hineinzwingen. Wenn ich das richtig gelesen habe. Das erinnert mich dann wiederum ein bisschen an Brexit, wo die Engländer, also wo die Briten haben, quasi wie müssen einen Vertrag machen, was sie in eine sehr schlechte Verhandlungsposition gebracht hat. Und ich denke, wenn so eine Initiative gemacht wird, wo schon der Bundesrat in eine schlechte Verhandlungsposition hineinbringt, in einen Zugzwang, dann ist das sowieso schon schlecht. Hört ihr mich? Ja, ist auch leise. Ist gut, ja. Also, werden Sie da irgendwie noch so einen Achtungserfolg einfahren oder außer Spesen nichts gewesen? Du hast das Gefühl, es kommt gar nicht, Lukas? Also ich kann mir es nicht vorstellen, weil es wäre, also wenn ich jetzt, ich versuche immer zu denken, wie würde ich handeln, wenn ich Operation Libero wäre. Und wenn du siehst, du läufst in einen Kampf hinein, wo du am Schluss mit 70% verlierst, dann startest du den Kampf nicht. Dann versuchst du lieber weiterhin so ein bisschen auf Bundesebene neue Verträge zu machen, zu sagen, wir laufen in ein Stromdebakel ein und brauchen jetzt in diesem Bereich ein Abkommen mit der EU und uns möglichst abhängig machen von Brüssel, ohne dass wir offiziell wie ein Volk reingehen. Das habe ich das Gefühl, ist die bessere Strategie für unsere Gegner. Mhm. Aber wenn sie es so direkt wollen, umso schöner. Also dann haben wir einen offenen Kampf, wo alle mit ehrlichen Mitteln kämpfen und werden am Schluss einen Volksentscheid haben, wo dann Mehrheit zeigt, wo die Bevölkerung wirklich steht. Ja, vielleicht ist es eben auch einfach ein kleines Zeichen gewesen zum Start von neuen Geschäftsführerin, oder? Könnte einfach nur das gewesen sein, oder? Ein kleiner Pieps im Büro und ein riesiges Geschrei in den Medien, aber nach einem Tag ist sie eigentlich auch wieder ein bisschen vorbei, oder? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ja. Wir müssen das etwas aufziehen, oder? Wir müssen uns auf jeden Fall darauf gefasst machen. Mhm. Ja, das ist so. Sie haben ziemlich werberische Power und können überraschen, he? Wie du sagst, Lukas, gell? Ja, und also auch jetzt, wenn uns mal ein politischer Erfolg gelungen ist, ich denke jetzt gerade zurück an meine Rettinitiative, dann ist es nur dann gelungen, weil die Gegner uns unterschätzt haben. Mhm. Und weil alle gedacht haben, okay, die verlieren ja sowieso. Und das darf uns natürlich nicht passieren. Also ich nehme Operation Libero schon ernst. Wie gesagt, sie haben viel finanzielle Mittel, sie haben wenig Köpfe, aber sie haben die Unterstützung von der Presse und mit dem kannst du natürlich schon viel erreichen. Mhm. Lass mir wechseln ein bisschen in die Küche auf England. Nicola, wann hast du das letzte Mal Fisch gegessen? Ja, vor 2 Stunden ein bisschen vom schottischen Lachs, ja. Also gibt es Fisch im Supermarkt, im Laden, im Geschäft? Ja, ja.
Ja, also gut, eben, also wir haben jedenfalls außerhalb von London haben wir nie größere Probleme gehabt jetzt mit den Lebensmitteln und die sind auch nie im Zusammenhang mit Brexit gewesen, meines Wissens. Also Fisch hat es und ja, natürlich, eben, es ist ja jetzt ein Schiff von den Franzosen festgehalten worden in Le Havre, weil sie gesagt haben, dass das britische Schiff in französischen Gewässern gefischt hat. Mhm. Und das hat ja dann jetzt einen diplomatischen Zwist ausgelöst zwischen den zwei Ländern. Genau, das wollte ich auch aus. Dort übt man ja da die britische kleine Insel rund um Normandie dort und ein Gestör mit den Fischern und Frankreich kann auch den Strom abstellen oder könnte oder tut einmal. Und nachher fahren jetzt plötzlich britische Kampfschiffe, die aufkreuzen, nachher jetzt plötzlich französische Kampfschiffe, die aufkreuzen, so wie im Sandkasten. Dann redet man nicht mehr zusammen, dann wird der Chefdiplomat einberufen und dann redet man wieder zusammen und so. Also es geht ja da nicht um Fisch, oder? Um was geht es da? Ja, gut. Also, ich meine, es ist tatsächlich die Frage, um was es geht. Weil die Franzosen behaupten, dass die Briten haben die Franzosen nicht genügend Lizenzen erteilt haben. Also, es ist ja so, mit dem Brexit-Abkommen ist es den Franzosen erlaubt, in den britischen Gewässern zu fischen, wenn sie die Lizenz dafür bekommen. Also, für die einzelne Fischkutter etc. Und die Briten haben, glaub gesagt, sie haben ungefähr 840 von 880 von diesen Lizenzen, wo, also 880 beantragt, 840 haben sie bewilligt. Und die Franzosen haben irgendwie behauptet, nur die Hälfte sei bewilligt worden und die Briten dürfen sich da nicht an den Brexit-Vertrag halten. Pardon. Ja, der Macron macht vielleicht schon ein bisschen mehr Politik, damit er sich vielleicht von seinen Fehlern von der Innenpolitik ablenken kann. Das mag schon sein. Er hat ja jetzt auch wieder ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Fischkutter jetzt frei ist von den Briten. Aber er hat auf jeden Fall einige von seinen Drohungen mindestens verschoben. Zeitlich. Also ja, also es ist einfach eigentlich schon eine sehr lange Problematik. Nicht die ganze Fischereiindustrie von den Briten ist kaputt gegangen mit dem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum. Weil damals hat, also was jetzt heisst es EU, damals hat die Europäische Gemeinschaft kurzfristig eine Art Policy, also ein Protokoll, einen Vertrag gemacht über die Fischerei. Und die hat das gerade kurzfristig gemacht, so schnell, bevor die Briten eingetreten sind. Und gemäß dieser Policy hat es geheißen, dass eben alle dürfen in den europäischen Gewässern fischen, was dazu geführt hat, dass die grossen britischen Gewässer dann plötzlich alle überfahren, überfischt worden sind letztlich von den Holländern, von den Belgiern, von den Franzosen, von allen, die vorher schon in der europäischen Gemeinschaft gewesen sind. Und das hat die Fischereiindustrie letztlich in den letzten, 40, 50 Jahren dezimiert. Also von dem her ist es für die Briten natürlich ein sensibles Thema. Also dass irgendwelche Verletzungen oder der Groll von früher ist da drinnen, oder? Nebst dem, dass Frankreich und England seit Hunderten von Jahren sich immer wieder stichelt und immer wieder spottet, oder? Und so, weil das ist irgendwie so eine kulturelle Dimension auch fast, oder? Ja, also ein Stand-up-Comedian hat das einmal auf den Punkt gebracht. Wir haben ja in England auch eine Einkommenssteuer. Und die ist eben damals einberufen worden,
im Krieg gegen Frankreich, zum Geld haben im Krieg gegen Frankreich. Und er hat einmal, das ist jetzt schon länger seither, also vor Brexit, hat einmal ein Stand-up-Comedian gesagt, wenn wir die Steuer schon haben, dann sollten wir wenigstens weiterhin den Franzosen eins aufs Dach geben. Oder sonst sollten wir halt die Steuer endlich abschaffen. Okay, ja, schön nachvollziehbar. Und die Steuer ist bis jetzt noch nicht abgeschafft. Ja. Nein, nein. Nein, aber ich würde es nicht als Projekt abgeschafft. Ja, wir haben noch ein anderes, so ein anderes irgendwie so eine Art Sandkastenstreiterei. Die EU gibt sich intern auf das Dach. Das EU-Parlament gegen die EU-Kommission. Und das ist für mich noch so ein bisschen schwierig, wenn ich es richtig begreife. Streitet man da einfach darum, was ist ein Rechtsstaat? Was bedeutet der Begriff Rechtsstaat? Und an dieser Definition hängt der Streit nämlich, weil das EU-Parlament wirft der EU-Kommission vor, ihr seid untätig gegenüber den bösen Polen und gegenüber den bösen Ungarn, weil die ja dort irgendwie jetzt recht, kein Rechtsstaat mehr sind. Und ihr müsst jetzt gefälligst Massnahmen ergreifen, die man ja irgendwie schon abgemacht hat, aber ihr macht es ja nicht, ihr seid untätig. Und da reist das EU-Parlament, die EU-Kommission vor das EU-Gericht und dort sind sie jetzt am Streiten. Weil wir in der Schweiz in so einen Verein reingehen, liebe Leute? Also das ist eine einfache Frage, gell, Lukas? Ja, nein, die Antwort ist klar, aber ich meine, der ganze Fall ist schon sehr spannend. Weil in Polen hat ja das oberste Gericht entschieden, quasi das polnische Recht und die polnische Verfassung ist nicht kompatibel mit dem Entscheid vom EU-Gerichtshof und das polnische Recht geht vor in Polen. Und dass du natürlich, wenn du EU-Mitglied bist, dann automatisch in einen Konflikt hinläufst mit dem europäischen Recht, wo ja sagt, unser Recht geht vor und ist über dem nationalen Recht, das ist relativ klar. Und ich bin jetzt gespannt, wer sich da wie am Schluss wird durchsetzen. Wenn sich Polen durchsetzen, dann wird das wahrscheinlich die EU als Gesamt massiv schwächen, weil dann würde jedem Land letztendlich wieder das nationale Recht vorgehen. Wenn sich die EU durchsetzt, könnte es darin enden, dass Polen am Schluss nicht mehr in der EU ist, was dann eben die EU auch massiv wird schwächen, weil also nach UK auch noch einen Austritt von Polen zu verdauen, dann ist es dann irgendwann wieder die kleine Mini-EU, was mal vor 30, 40 Jahren war, ist vielleicht sogar effizienter, weil die Länder besser zusammenpassen, als so breit und gross, wie sie jetzt ist. Aber die ganze Entwicklung, die ist sehr spannend. Und ich finde auch den Konflikt UK-Frankreich sehr spannend. Ich meine, der Macron ist sehr klar, der ist jetzt nervös auf die Wahlen hin. Dort geht es ja auf die Wahlen zu in Frankreich. Und natürlich ist es einfach, wenn du einen Gegner hast außerhalb vom eigenen Land, weil da verlierst du keinen Wähler. Also es gibt, der hat wahrscheinlich wenig britische Wähler, macht da niemand verrückt, wenn er ein bisschen gegen die schiesst. Andererseits muss ich sagen, also die Fischer in England, die verstehen ihren Ärger. Das sind Unterstützer gewesen vom Brexit von der ersten Stunde an. Genau wegen dieser Geschichte, die der Nicolas erzählt hat. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich ihre Situation bis jetzt nicht wirklich verbessert, trotz im Brexit, und da wäre schon auch der Johnson gefragt, dass er jetzt mal für die Fischer etwas machen würde. Nochmal schnell zu Polen. Weißt, hat jedes andere Land in der EU findet die eigene Rechtsprechung kompatibel mit der EU und schweigt? Und jetzt sind die Polen die Ersten, die da mal genau heranschauen? Oder wie ist das? Gut, also natürlich schon, es hat ja auch Urteil gegeben vom deutschen Verfassungs- also vom obersten deutschen Gericht, wo zum Beispiel gesagt hat, der Euro-Stabilitätsmechanismus, den sie jetzt auch während Covid wieder angewendet haben, der ist rechtswidrig, der widerspricht der deutschen Verfassung, aber das Geld ist dann am Schluss gleich geflossen. Also man hat dann am Schluss, der Deutsche Bundestag hat dann dem zugestimmt und hat eigentlich entgegen dem Gericht, dem höchsten nationalen Gericht, die Gelder gut geheissen. Und so diametral, wie es jetzt Polen macht, was sehr deutlich sagen, das nationale Recht geht bei uns vor, habe ich es zumindest, also ich verfolge auch nicht jeden Gerichtshof und jedes Land im Detail, was es da für Urteile gibt, aber so deutlich habe ich es jetzt noch nie von einem Land gehört, dass das nationale Recht sollte trotz EU-Mitgliedschaft vorgehen.
Man verlangt ja von der Schweiz schon ohne EU-Mitgliedschaft, dass man das EU-Recht überall nachvollziehen und anpassen. Ja. Ja, und bin ja auch zu einem guten Stück genau deswegen raus. Ja. Mhm. Also, was auch noch gelaufen ist in Großbritannien, ist, dass wir haben jetzt dann nochmal einen bilateralen Vertrag in dem Land mit Griechenland. Also ein weiteres EU-Land, wo außerhalb, also um Brüssel herum, mit den Briten direkt verhandelt und direkt Verträge macht. Und das ist Macron auch ziemlich sauer aufgestoßen, mit grösster Wahrscheinlichkeit, weil der Vertrag geht weiter, als was die Griechen mit Frankreich abgemacht und abgemacht haben. Und da hat sich angeblich der griechische Premierminister oder Minister, der dafür zuständig ist, auch dementsprechend geäußert in einem Interview. Also die Briten machen eigentlich sehr gut voran jetzt seit dem Brexit mit verschiedensten bilateralen internationalen Verträgen. Also echt bilateral, Staat zu Staat. Nicht, wie man das Wort in der Schweiz ständig braucht, Schweiz zu EU. Mhm. Mhm. Wann kommt der Vertrag USA-UK? Ja. Ja, weil der wäre ja wahrscheinlich schon recht bedeutend, oder? Ja, das ist eine gute Frage, schon fast ein bisschen ketzerisch. Weil natürlich, das ist natürlich quasi auch ein Argument vom Brexit, dass man dann einen Vertrag machen mit den USA. Das ist jetzt, das hat jetzt nicht stattgefunden. Aber ich glaube, dort spielt mit eine Rolle, dass der Trump weitaus UK-freundlicher war als der Biden jetzt ist. Und der Trump hat immer davon geredet, dass er mit Großbritannien will einen Vertrag machen. Aber dazu ist es dann nicht gekommen, er ist abgewählt worden. Und die Briten haben den Brexit nicht in 2016, 17, 18 oder 19 vollzogen, sondern halt auch erst 2020, respektive Anfang 2021. Oder? Apropos bilaterale Verträge. Lukas, wenn der Nicola jetzt erzählt, dass Großbritannien direkt mit anderen Ländern direkte Abmachungen trifft, damit man weiter zusammen kann Handel betreiben und so. Und wenn sie in der Schweiz sagen, oder vorhin haben wir für Operation Libero gehabt, ja, es steht alles still, es ist alles in die Tonne getreten worden und so. Und wenn ich zum Beispiel denke, wir haben gerade mit Stromausfall oder Strommangellage oder Blackout und so, haben wir jetzt gewisse, ja, sind wir ein bisschen aufgeschreckt worden. Sind die Grüppelis dran in Bundesbern, dass sie jetzt zu dem Thema und zu dem Thema mit einzelnen Ländern, weißt du, dass sie dran sind mit bilateralen Verträgen im Sinn von auf Augenhöhe 1:1, einer mit Frankreich, eins mit Deutschland, etwas mit Italien. Ist man da dran oder ist man wartet auf irgendwie bessere Zeiten? Also mein Eindruck ist, mir ist nicht bekannt, dass man am Verhandeln ist mit einzelnen Länder. Und mein Eindruck ist wirklich, dass wir, also nicht alle, aber gewisse wollen gerade, dass wir ins Messer reinlaufen, dass es dann vielleicht mal ein Blackout gibt in der Schweiz einen Tag und nachher alle schockiert sind und dass man nachher sagt, okay, jetzt müssen wir mit der EU ein Abkommen haben, wo man sich gegenseitig verpflichtet, zum Engpass Strom liefern. Ich meinte, man müsste nicht mal mit Italien, Frankreich Einzelverträge haben, sondern man müsste einfach schauen, dass man da in der Schweiz genug Strom produziert, auf welche Art auch immer. Ich würde mir jetzt nicht da auf eine Diskussion einlassen, welche Stromart wäre richtig. Wichtig ist einfach, dass wir in der Schweiz genug Strom für unser Land und für den Bedarf in diesem Land können produzieren. Und es ist ja offensichtlich, dass der Bedarf an Strom in den nächsten Jahren wird zunehmen, wenn man nur schon die Strategie von der Autoindustrie anschaut, wo möchte alles elektrisieren, wenn man sieht, wie die Bedeutung von Smartphone, Computer und so zunimmt, dann ist klar, dass der Stromverbrauch auch wird zunehmen. Und dann kannst du nicht kommen mit, wir tun jetzt alles ein bisschen ökologisch machen und was wir dann nicht können decken, tun wir dann halt Atomstrom von Frankreich importieren. Also dann muss eine Strategie haben, dass wir da in der Schweiz Strom haben, wo in allen Zeiten, Sommer, Winter, Nacht, Tag,
heben, um den Bedarf im eigenen Land zu decken. Und ich glaube, wir können uns da leisten, und das ist nicht gratis, das ist mir auch klar, aber wir können uns leisten, genug Strom zu produzieren für das eigene Land. Mhm. Das ist in dem Sinne nicht ein direktes Angstthema, aber indirekt ist es eben schon ein Angstthema. Eigenständigkeit heisst auch, ein gewisses können autark und unabhängig sich versorgen, oder? Und ja. Ja, genau, das ist lustig. Oder das Milchbüchli, das gibt es irgendwie auch nicht mehr, weil immer mehr Strom verbrauchen, immer weniger Stromproduktionsgeräte haben, oder? Irgendwie noch ein bisschen Müllenberg abschalten und sonst noch Zeug abschalten. Ja, da wäre jetzt eben das Milchbüchli gefragt, aber. Ja, komm, wir gehen mal. Du hast schon recht, vielleicht wäre das schon eine gute Lösung, wenn wir um die Schweiz herum Regionen haben, wo viel Strom produzieren, mit denen direkt ein Abkommen wäre sicher einfacher und kompatibler, als wenn man gerade via Brüssel würde gehen. Ja, das könnte gut sein. He? Also via Brüssel gehen wird nie einfacher, das ist recht. Ja, genau. Die Schweiz will im UNO-Sicherheitsrat sein und ist kurz davor, dass es jetzt, also jetzt ist man ein bisschen auf New York schauen, ja, auf welchem Stuhl sitzt man denn da und welches Büro gehört denn da uns und so. Und die Bürgerlichen von der Schweiz haben es eigentlich bis zum Schluss, oder sind wir noch dran, dass man das irgendwie doch noch abklemmt. Und wenn ich es richtig habe begriffen, könnte die Schweiz noch ihre Ausmarchung rausfallen und Malta könnte die Position gewinnen, oder? Also sie, vielleicht, jetzt müsste einfach in dieser Wahl, wer auch immer da wählt, müsste einfach halt die Schweiz noch rausfallen und dann sind Leute, die Neutralität hochhalten, die sagen, neutral sein geht nicht gleichzeitig mit UNO-Sicherheitsrat, oder? Hätten die nicht gewonnen. Aber nehmen wir jetzt mal an, die Schweiz wäre jetzt in diesem UNO-Sicherheitsrat. Was macht denn das für einen Unterschied? Der Bundesrat Gassis hat gesagt, unsere Kandidatur, also eben, man ist noch nicht drin, es ist erst eine Kandidatur, die verändert unsere Außenpolitik nicht. Also warum will die Schweiz rein? Warum will der Bundesrat rein? Ja, ich kann es ja auch nicht erklären. Ich bin ja dagegen, dass die Schweiz reingeht. Und ich muss auch sagen, also ich bin schon aktiv gewesen damals, als wir über den UNO-Beitritt abgestimmt haben. Und das ganz grosse Versprechen von den Befürwortern, das ist auch im Abstimmungsbüchlein gross hineingestanden, die Schweiz werde aus neutralitätspolitischen Gründen nie im UNO-Sicherheitsrat mitmachen, wo dann eben wirklich über Krieg und Frieden entschieden wird, wo schickt man Truppen, wo nicht, wo macht man Sanktionen. Wo nicht, sondern die Rolle von der Schweiz als kleines Land ist ganz eine andere. Die bildet einen Ort, wo alle miteinander reden können, wo alle miteinander diskutieren können und wo man so vielleicht, auch da ist schwierig, aber vielleicht etwas kann machen für den Frieden auf dieser Welt. Und ob jetzt die Schweiz da noch mitentscheidet oder nicht, da tun wir die Bedeutung von der Schweiz aus meiner Sicht sogar verkleinern. Und am Schluss sind die Entscheide eben, da ist selbst, wenn du dich der Stimme enthaltest, machst du Politik und meistens sind dann beide Seiten verrückt auf dich, wenn dich der Stimme enthalt ist, als wenn eben quasi neben dem Ganzen, über dem oder unter dem stehst. Aber so, wenn du beteiligen willst, dann erwarten wir auch eine Stellungnahme von der Schweiz und dann musst du immer winden, wieso tust du jetzt da Stimme enthalten, wieso tust du jetzt da... Man schaut dann auch, wie begründet die Schweiz da? Man nimmt die Schweiz dann vielleicht nicht mehr als gleich neutral wahr, wie sie heute wahrgenommen wird. Ich war letzte Woche zu Genf, zum Glück nicht mit dem Flüger, beim Roten Kreuz und bei anderen Institutionen. Es sind ja weit über 1000 Institutionen weltweit, die ihren Hauptsitz in Genf haben. Und den Hauptsitz haben sie dort angelegt in einer Zeit, wo die Schweiz nicht Mitglied war von der UNO. Genau darum, weil das ein neutraler Boden war, wo alle miteinander haben können reden. Und ich befürchte schon, dass wir auch unser internationales Genf und die Rolle von der neutralen Schweiz mit dem schwächen. Aber für einzelne Diplomaten ist es sicher toll, wenn es gibt sicher ein paar neue Jobs in New York, die gut bezahlt sind und wo unsere jungen Diplomaten natürlich gerne nachher auf New York gehen arbeiten. Aber das ist klar, oder? Jeder will gerne ein bisschen auf New York sitzen. Ja, genau. Nicola, gell, Großbritannien ist einer von den, ja, ist einer von den Big Five, hilf mir schnell. Das habe ich jetzt nicht nach. Ja,
Oder ja, ist es viel Thema im Alltag in Großbritannien, der UNO-Sicherheitsrat? Ja, jetzt gerade nicht. Jetzt ist natürlich Klimakonferenz. Es hat eine andere innenpolitische Sache. Aber jetzt eben zur Schweiz oder zum Sicherheitsrat. Also ja, ich glaube, es sind 15 Mitglieder, davon 5 die Ständigen mit Vetorecht. Und das ist eine Struktur, die man damals gemacht hat, weil die Sowjetunion hat befürchtet, dass die Amerikaner zu einflussreich werden. Und darum haben sie angeregt, dass man nebst der Generalversammlung eben einen Sicherheitsrat hat und dass eben auch Sowjetunion und andere Grossmächte das Vetorecht haben. Hört ihr mich? Ja, nicht so gut, aber ja. Es geht, knapp, ja. Ja, das ist jetzt blöd. Ich denke, du hast gefragt, warum macht das die Schweiz? Oder warum macht das ein Bundesrat? Und mich denkt es, es kommt auf etwas zurück, wo ich immer wieder da sage, die Schweiz hat irgendwie ein bisschen vergessen, oder die Schweizer, wo eigentlich die Stärken sind vom Land. Sonst würden wir das wahrscheinlich eben gar nicht machen wollen. Weil, wenn wir uns zurückerinnern, in die Zeiten vom Kalten Krieg, das hat aufgehört, oder der Anfang vom Ende vom Kalten Krieg war dann, wo der Ronald Reagan und der Gorbatschow sich in Genf, aber außerhalb der UNO, zum ersten Mal wieder getroffen haben, nach jahrelanger diplomatischem, absolutem Stillschweigen. Und das hat die Schweiz ermöglicht, dank der absoluten Neutralität. Und das ist ein riesiger Beitrag von der Schweiz für die Welt, wenn man es so formulieren will. Und das hat eben nicht in Warschau stattgefunden, das hat nicht in Berlin stattgefunden, nicht in Paris, nicht in London. Es hat eben in Genf stattgefunden. Und nicht einmal innerhalb von der UNO, sondern außerhalb von der UNO. Und wenn man sich dessen mal... Ja? Unbedingt mal einen Ausflug am Wochenende auf Genf machen, das ist total eindrücklich. Die ehemalige UdSSR-Botschaft, die steht noch. Da schützt die Russland-Botschaft. Ist wirklich noch der Bau von damals, so ein typischer Sowjetbau. Und gerade hinten dran ist die weltweite Gewerkschaft, die weltweite Arbeiterorganisation, ein riesiger Sowjetbau, wo man gut sieht, wie damals die UdSSR versucht hat, via die Arbeiterbewegung weltweit Einfluss zu nehmen. Ich habe mich nur jetzt gefragt, was machen die, das müssen tausende Angestellte dort sein, was machen die heute, oder? Was ist das Ziel von denen heute? Aber es ist total spannend, historisch gerne ein bisschen zu schauen, was dort alles so ist. Und die Rolle, Nicola, die geht vergessen, Schweiz. Ja, das finde ich doch. Ja. Oder ich meine, der Herr Gutierrez soll ja gesagt haben, er freue sich, dass auch neutrale Staaten in die UNO kommen. Aber das ist ja klar. Die neutralen Staaten legitimieren nachher die UNO mehr. Das ist der Grund. Aber ich meine, warum hat die Schweiz in dem Sinn einen Bonus bei der UNO? Ja, weil sie halt eben jahrelang neutral war. Also jetzt gibt man auf, was eigentlich Grundlage ist dafür, dass man Respekt hat im Ausland. Und das kann ja nicht, das kann lang quasi gut gehen, aber das kann nicht ewig gut gehen. Und früher oder später kommt die Schweiz in die Situation hinein, wo sie dann eben, wie das der Lukas auch geschildert hat, wo man muss Stellung beziehen und wo schon das Enthalten an sich eine Aussage ist. Und das ist eine riesige Gefahr. Also für mich ist das eins von der ganz grossen Gefahren jetzt für die Schweiz, dass sie sich dort zu weit rauslehnt. Was sagt ihr denn zum Schweizer Engagement in diesen Friedensmissionen? Man konnte lesen, dass ein Schweizer Kommandant die Leitung übernimmt von so einer Friedensmission im Nahen Osten. Und es ist
Er ist ein erfahrener Leiter, gewesen, schon in Korea und in Kosovo und so. Und jetzt ist er im Nahen Osten und übernimmt zum ersten Mal das Kommando von so einer UNO-Friedensmission. Also das ist noch nie auf einem Schweizer gelegen, das Kommando. Ist das jetzt ein Grund zur Freude oder so ein bisschen, muss man da ein bisschen skeptisch sein? Ja, also ich habe ein mulmiges Gefühl. Also, ich meine, die schweizerische bewaffnete Neutralität ist eine Bewaffnung innerhalb des Landes und nicht außerhalb. Ich meine, es kann ja schon sein, dass die Schweiz etwas Gutes bietet am Schluss. Das ist ja nicht komplett auszuschliessen. Und der Kommandant hat sicher sehr viel Erfahrung, wo, ja. Aber also ich finde es heikel, weil es geht ja dann eben auf das raus, dass man die Schweiz nicht mehr als ein neutrales Land erkennen kann. Oder? Und dort sind meiner Meinung nach viel mehr Kosten letztlich und unter Umständen dann eben auch noch für die Schweiz. Oder? Und also ein Problem, was es einfach immer gegeben hat bei diesen Einsätzen, sei es jetzt in Nordkorea, im Kosovo, sei es im Nahen Osten, wenn du mal hingehst, du kommst fast nicht mehr raus. Ja. Auch wenn die Leute gute Arbeit leisten und man sich nachher auf die gute Arbeit, die dort geleistet wird, sogar vielleicht neutrale Arbeit, verlässt. Aber sobald du dich zurückziehst, gibt es wieder Chaos, Attacken. Und also du bist nachher, das heisst ja immer darum, das Parlament stimmt so Zeug aber nur zu befristet. Oder vielleicht auf 4 Jahre, auf 8 Jahre, bis sich die Lage stabilisiert und dann können wir uns zurückziehen. Und Fakt ist einfach, du ziehst dich nachher nie mehr zurück, weil die Lage stabilisiert sich zwar schon, dank der UNO-Truppe oder dank Schweizer Truppe, dank internationalen Truppen, die dann dort sind. Aber sobald sich die zurückziehen, ist dann die Lage relativ rasch wieder destabil. Und darum, du kommst fast nicht mehr raus. Und das ist natürlich dann schon auch mit Kosten verbunden, wo sehr hoch sind. Ja, es hat irgendwie... Es hat nicht einen lösungsorientierten Ansatz, oder, der eine Veränderung herbringt, sondern einfach, ja, gehen wir mal her und schauen wir mal. Oder? Ja. Aber oder ich kenne viele, die im Kosovo waren und ich sage nicht, die Schweiz macht dort schlechte Arbeit. Die machen wirklich einen guten Job dort. Aber das Problem ist schon, man ist dort auch mal befristet. Die haben gesagt, nach dem Krieg die Lage stabilisieren. Und jetzt haben wir lange nach dem Krieg. Und das Parlament tut es alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre immer wieder verlängern, weil man immer sagt, ja, wenn man jetzt rausgeht, dann wird die Lage sehr schnell wieder instabil. Und da ist wahrscheinlich sogar so. Aber dann hätte man vielleicht den Einsatz von Anfang an müssen anders aufbauen, wenn der Plan gewesen wäre, dass man mal wieder rauskommt. Mhm. Wechseln wir noch ein bisschen auf Glasgow. Liebe Leute, also Es ist nicht direkt ein Ounce-Thema, dass wir uns über die Rettung der Welt mittels ökologischer Massnahmen und so da unterhalten. Aber es ist in dem Sinne ein Ounce-Thema, dass da irgendwelche Regierungen und Potentaten treffen sich und bestimmen über die ganze Welt, was wir jetzt für neue Massnahmen und Spielregeln sollen über uns ergehen. Und wir selber werden nie jemals gefragt, ja, wollen wir das oder wollen wir das nicht und so. Und dort ist mir dann schon ein bisschen durch den Kopf, also Ende September erst gerade, oder, haben wir unser CO2-Gesetz, die Schweiz hat gesagt, will sie das oder will sie nicht? Die Schweiz sagt, antwortet, nein, wir wollen es nicht. Oder? Und ich meine, nimmt das jemand wahr in Glasgow? Unsere Schweizer Delegation zum Beispiel, gehen die dort her und haben im Hinterkopf, die Schweiz will eigentlich kein CO2-Gesetz und so solche Spielregeln. Oder geht die Schweizer Delegation her und hat alles vergessen? Müsst ihr selber fragen. Also die erste Frage, die ich mir mal stelle, ist, wie geht die Schweizer Delegation dort hin? Und wir haben die aktuelle Regelung, dass Beamte alle Strecken, die mehr als 6 Stunden mit dem Zug brauchen, da ist Glasgow sicher dabei, können sie mit dem Flieger machen. Und ich habe nur schon das Bild, das ich sehe, an irgendeinem 3000 Privatjets sind hier in Glasgow gelandet. Und die Aussage, man wollte etwas fürs Klima tun,
ist grotesk, oder? Also es ist absurd. Was ich schon das Gefühl habe, ist, dass einzelne Leute, jetzt gerade wahrscheinlich auch Frankreich mit dem Macron, mit dem Hintergrund, dass jetzt dann Wahlen sind, und ich meine, die gelbweste Bewegung ist auch eine Gegenbewegung zu dem Preisaufschlag beim Benzin gewesen, dass einzelne Politiker gemerkt haben, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil im Volk, auch bei uns, gibt es noch Widerstand. Da zähle ich aber die Schweizer Delegation nicht dazu. Ehrlich gesagt, weil die Schweizer Delegation, die Leute, die in dem zuteilt sind, die sind natürlich so Feuer und Flamme für die Veränderungen. Die Schweiz ist da, hat immer das Gefühl, sie muss Musterschülerin sein, auf internationaler Ebene. Wird die Delegation nicht so ein bisschen, repräsentativ, hat jetzt fast gesagt, rausgelesen? Nicht? Also weißt, ich meine, hättest du auch gehen können, Lukas? Nein. Also, warum nicht? Du musst natürlich, also ich glaube, die Delegation wird ausgewählt aus dem zuständigen Departement im Bundesamt für Umwelt, vielleicht noch ergänzt mit Diplomaten. Aber du musst natürlich, also, oder einer, der irgendwie einen vernünftigen oder normalen, ich sage, einen normalen Zugang hat zum Autofahren, zum Fliegen, zum Benzin, der hat dann nicht Motivation, um in so einem Amt zu arbeiten, wo du dich tagtäglich damit beschäftigst, wie können wir weltweit Emissionen oben runterbringen. Ist jetzt mein Eindruck. Also, es gehen dann schon Leute dort, bewerben sich dort, die wirklich auch motiviert sind, um das massiv oben runterbrechen. Und das bedingt dann im Gesamteffekt, das ist wahrscheinlich in vielen Ländern auf der Welt so, dass in diesen zuständigen Ämtern Leute arbeiten, die wirklich etwas in diesem Bereich wollen erreichen. Du gehst, was würde ich dort arbeiten und nachher einfach überall ein bisschen versuchen zu bremsen. Das wäre ja wahrscheinlich dann schon, es wäre zwar richtig und wichtig, aber ja, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, mich dort zu bewerben, oder? Ja, das Wort, das böse Wort Klimatismus habe ich gelesen. Klimatismus quasi, dass es immer mehr zu einer Ideologie wird und neue so. Neue Religion. Und man könnte jetzt diskutieren, oder? Erstens, also dass sich das Klima verändert, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber bei der nächsten Frage schon mal, ja, wer ist der Verursacher? Sind wir schon nicht mehr, ja, da können wir schon fast streiten. Machen wir jetzt nicht. Aber Nicola, was ist so die Stimmung in Großbritannien, das, was du wahrnimmst, gegenüber Glasgow, gute Sache oder hoffentlich hört es auf? Die Konferenz, nein. Ja, ja, also ich meine natürlich, Mehrheit, also sicher propagiert das eine gute Sache. Interessant war noch, dass BBC vor wenigen Tagen. Ihr schaut mich an, als würdet ihr mich nicht hören. Ja, es ist also, so nicht. Es rauscht. Ja. So, aber ich weiß nicht warum. Also ich sage es langsam gut. Und laut halt. Also BBC hat zig Artikel über Glasgow und über Klima. Aber gleichzeitig hat sie auch eine Liste von den 10 meistbesuchten Artikel führt sie laufend. Und kein einziger über das Klima ist in die 10 meistbesuchten, meistgelesenen Artikel reingekommen. Also man sieht, da hat es auch eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was als Nachrichten gepusht wird und an dem, was die Leute lesen. Ja, genau. Und, der Gradmesser, ja. Was interessiert wirklich? Ja. Was jetzt interessiert hat? Nein, eben, das ist der Gradmesser. In der Bevölkerung, was interessiert wirklich? Ist es Glasgow? Eher nicht, he? In dem Fall. Ja, das wäre jetzt ein Einzelbeispiel, das man annehmen muss. Vielleicht interessiert es mindestens nicht ganz so fest, oder? Mhm. Was wir jetzt auch haben, ist eine sehr militante Bewegung, die heisst Insulate Britain. Ich weiss nicht, ob ihr von der gehört habt, oder? Man soll Großbritannien, also jetzt isolieren im Sinn von Wärmeisolierung der Häuser. Das ist ja an und für sich nicht einmal so ein schlechtes Anliegen. Aber das sind Leute, die gehen auf die Autobahn und setzen sich dorthin und blockieren den ganzen Verkehr. Und also machen richtig gehenden Sitzstreik. Und das ist nicht sehr populär. Das kann man sich vorstellen.
ist auch in den Nachrichten gekommen, dass also eine Person hat seine Mutter wollte ins Spital fahren, weil sie gerade einen Schlaganfall hat und er hat schnell wollte gehen. Und die ist dann 6 Stunden auf der Autobahn hängen geblieben mit ihm. Niemand hat können irgendetwas machen. Niemand hat Bereitschaft erklärt, da quasi Platz zu machen. Und mindestens gemäß dem, was berichtet worden ist, ist jetzt die Frau mindestens teilweise gelähmt. Und das ist einzig und allein deswegen, weil die Frau nicht rechtzeitig ins Spital gekommen ist, oder? Und ja, das hat sehr schlechte Presse gemacht für die Bewegung. Ja, also ich meine schlechte Presse. Ich finde das einfach furchtbar, oder? Ja. Also, dass man so etwas macht, oder? Das ist irgendwie, es gibt so ein komisches, so eine komische neue Denkart, dass Menschen letztlich, sie eigentlich egal, wir müssen jetzt einfach unsere Ideologie durchdrücken. Und irgendwie, dass es gar nicht um Menschen geht, sondern um einfach ich und meine Wahrheit, die ich mit Löffeln gefressen habe. Ich kann es jetzt nicht anders sagen. Und dann ja, dann in der NZZ ist kürzlich mit einem französischen Philosoph, Alain Finkielkraut. Und er hat jetzt einfach auf Journalisten bezogen. Und er schreibt, viele jüngere Journalisten sind selbst intolerante Wokes, also die gehören zu den vermeintlich aufgeweckten Leuten. Sie sind selbst intolerant, die in den Debatten keine Widersprüche wünschen und für die der politische Gegenspieler eben nicht ein Gegner ist, mit dem man diskutiert, sondern eine Person, die man eliminieren muss. Und irgendwie ist das schon noch interessant. Also wir haben da eine jüngere Generation, eben leider nicht nur die auf der Straße sitzen, sondern die in den Redaktionen sitzen. Und das ist schon noch, das ist irgendwo, haben wir verloren in der Journalismusschule, oder ich weiß nicht, wo wir es haben verloren, in der Gymnasien vielleicht schon, haben wir es verloren. Debatte, die Lust am verbalen Wettstreit und so. He? Also es ist so, und das ist etwas Schleichendes und etwas Gefährliches für mich. Und wenn du nachher Nicola feststellst, oder wenn ihr feststellt, hey, da sterben Leute fast, oder ja, nächstes Mal ist es dann vielleicht, dass jemand wirklich stirbt, oder? Weil ein paar Leute auf der Straße sitzen. Also es ist, ja. Ich würde gleich sagen, oder? Das Anliegen, dass man etwas macht für die Umwelt, das kann ich schon verstehen. Und darum habe ich also ein Projekt mit Bäumpflanzen, wo wir inzwischen tausende Bäume in der Schweiz gepflanzt haben, mit unterstützt. Aber das ist natürlich ganz etwas anderes, wenn du aus eigener Initiative, wenn junge Leute mithelfen, neue Bäume pflanzen, als junge Leute, die auf der Straße hocken und Autos blockieren. Oder? Das sind zwei Paar Schuhe. Und wir haben damals dieser Klimabewegung auch geschrieben, kommt doch mit, kommt doch auf Bäume pflanzen. Wir haben an dem und an dem und an dem Tag aktuelle Projekte, wo jeder, je mehr Leute das wir haben, desto mehr Bäume können wir pflanzen. Kommt doch diesen Tag mit, Bäume pflanzen, statt dass ihr die Straße blockiert. Da ist nicht mal eine Antwort gekommen. Also das ist keiner von diesen Klimajugendlichen dann gekommen. Aber ich glaube, die sind auch nicht die Mehrheit. Also wenn sogar in Deutschland die Mehrheit von den Erstwählern die sogenannte Bonzen- und Millionarospartei FDP wählt und nicht die viel gelobten Grünen, dann ist das schon auch ein Zeichen, dass es auch noch eine andere Jugend gibt, die das Ganze vielleicht nicht so stier sieht wie jetzt die Klimajugend. Ja, wir kommen wieder zurück bei Operation Libero. Sie sind sicher nicht die Mehrheit, aber sie haben die grossen Sprachrohre irgendwie das gemietet. Stimmt. Und das ist schon noch, das ist ein Missverhältnis. He? Ja, liebe also, Leute. Die Kultur der Debatte ist leider eben auch in den Universitäten an vielen Orten verloren gegangen. Wir haben gerade diese Woche oder letzte Woche in einer anderen Universität, nicht wo ich bin, eine Professorin hat ihren Rücktritt erklärt, weil sie sich jetzt jahrelang oder sicher monatelang, wahrscheinlich jahrelang Angriff ausgesetzt war, weil sie sich dafür ausgesprochen hat, dass es ein Geschlecht gibt, dass es Frauen gibt.
Und das hat jetzt, sie ist als transphob bezeichnet worden für ihre Ansichten. Und obwohl sich der Rektor von der Universität eigentlich für sie oder für die akademische Freiheit ausgesprochen hat, hat sie den Battle angerührt. Also man sieht wirklich, wie aggressiv und militant da vorgegangen wird und wie eine Debatte um die Sache eigentlich verloren geht. Und das ist ja so quasi auch, was man da im angelsächsischen Sprachraum als Cancel Culture eben kennt. Mhm. Ich bin aber dort froh mit Cancel, also mit der Löschkultur. Das liest man halt in den USA, in Großbritannien und auch immer mehr in Deutschland. Und ich frage mich hoffentlich, oder ich hoffe, dass das einfach nicht so schnell oder nicht so massiv in die Schweiz überschwappt, oder dass wir uns jeweils dass wir es realisieren und genug früh herstehen können. Aber es ist ich bin in meinem Büro und bin nicht am Gymi mehr. Meine Tochter ist auch aus dem Gymi draußen. Da habe ich noch ein bisschen gespürt, was im Gymi so ein bisschen, wie es dort tickt. Und ich bin sonst nicht irgendwie an der Hochschule und so. Ich spüre es nicht, was dort abgeht. Und das ist noch schwierig, dort einen guten Fühlen zu haben. Aber umso mehr, wir müssen reden darüber, wir müssen die Themen warm behalten, wir müssen uns immer wieder, wie soll ich sagen, mit Argumenten aufmunitionieren. Und das ist das, was wir machen im Wortwechsel. Alle zwei Wochen machen wir das. Und jetzt haben wir den Wortwechsel, Wortwechsel Nummer 19, haben wir jetzt gerade hinter uns. Ich danke euch viel, viel mal, seid ihr dabei gewesen. Geht unmittelbar auf die 6 jetzt gelangt. Wir werden den nächsten Wortwechsel haben. Zwei Wochen wieder, 18. November, 17.30 vermutlich, vielleicht auch 18.00. Ihr werdet es auf der Website von der AUNS sehen, wenn der Wortwechsel losgeht, am 18. November. Ihr könnt permanent auf die E-Mail-Adresse wortwechsel@auns eure Themen hineingeben. Das sind, wenn möglich, Themen rund um Eigenständigkeit der Schweiz, Neutralität der Schweiz, direkte Demokratie, Freiheit. Diese Themen interessieren uns. Wir werden bei gewissen Themen entschließt sich AUNS, nein, da tun wir nicht eine riesige Debatte losreißen, weil man kann als AUNS-Mitglied die eine Meinung haben oder auch die andere Meinung bei gewissen Themen. Auch jetzt zum Beispiel auf die Abstimmung her, die wir dann Ende November haben. Schickt uns einfach auf wortwechsel@auns zur Eigenständigkeit von Schweiz Kommentare, Beobachtungen und so weiter, dann können wir das in unseren Wortwechsel reinnehmen. Ich danke euch, Lukas Reimann, Nicolas Sitta, seid ihr hier gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, alle zusammen. Schönen Freitagmorgen, schönes Wochenende. Und jetzt müssen wir gleich die Ski nehmen und ein bisschen Langlaufski wachsen und so. Ich freue mich an euch, auf die weißen Berge. Seht gut aus. Ade miteinander. Ciao zusammen. Ciao zusammen.